Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei 7 Days to Die auf der Baustelle, die sehr kubisch wirkt und unorganisiert, aber das ist nichts Neues. Wir sind es ja schon gewohnt, also ihr seid es wahrscheinlich schon gewohnt, weil ihr nicht erst seit eben da seid. So, bei mir ist Dienstagmittag und die Folge ist dementsprechend relativ aktuell. Ich habe mir überlegt, nachdem wir die letzten Folgen überdauernd am Bauen waren, wie die Blöden, werden wir jetzt vielleicht eher mal rumlaufen und ein bisschen was schaffen. Nochmal ein bisschen die Gegend erkundschaften und so. Das Bauen kann ich dann ein andermal weitermachen. Einfach nur, um euch ein bisschen Abwechslung zu bringen. Aber dafür muss ich hier erstmal das Gedöns raussuchen. Da bin ich noch am Holz machen. Waffen brauchen wir an sich nicht. So, das passt zum Glück da drauf. Trinken haben wir dabei, Essen haben wir dabei. Okay, aber ich habe da vorne zum Glück noch zwei Nightstands, wo ich Sachen reinschmeißen kann. Hier nämlich. So, dann schmeißen wir da einfach so ein bisschen Schrott noch rein, was ich auf keinen Fall brauche. Ah, die könnten wir eventuell gebrauchen. Die könnten wir vielleicht auch gebrauchen. Man kennt mich ja. Die Woodframes nehme ich eigentlich auch immer mal mit, weil ist nie eine schlechte Idee. Das Holz brauchen wir nicht, weil ich möchte ja nichts aufwerten. Ich werde auch Gras holen gehen, weil ich vorhabe, so ein Dach zu machen. Habe ich hier eigentlich zugemacht? Ja, das war eigentlich auch dumm. Aber egal. Ich möchte für den Pool da draußen noch ein Dach machen hier. Das soll dann hier komplett über das gesamte Bereich gehen. Über den gesamten Bereich. Da müssen wir mal schauen, wie das klappt. Aber wie dem auch sei, hier geht es jetzt erstmal runter. Wollen wir ein bisschen da hinten. Ich glaube, Richtung Norden sind wir noch nicht allzu weit gegangen. Ich würde gerne ein bisschen das Gebiet erforschen. Ich denke mal, das wäre auch eine ganz nette Abwechslung, anstatt das dauernde Gebaue da oben. Vor allen Dingen, weil wir nicht wirklich vorwärts kommen. Aber erstmal hier schauen. Wohin wollen wir denn? Wo waren wir denn schon überall? Da waren wir. Da waren wir. Wir waren hier schon überall in der unmittelbaren Umgebung. Gut, hier das Schneebiom und das Biom haben wir noch nicht ganz erforscht, aber ist nichts wirklich Spannendes. Ich würde sagen, wir gehen mal hier hin. Gehen wir da den Weg entlang. Und wollen jetzt vorerst mal ein bisschen rausfinden, was wir hier Schönes finden können. Es gibt auch neue News zu Alpha 12. Kam erst vor ein paar Stunden raus, als ich jetzt aufgenommen habe. Zum Glück hat der Werte Garg mich darauf aufmerksam gemacht, weil Goronda hat es getwittert, dass sie wohl planen, die Alpha 12 bis zum Ende des Monats rauszubringen. Wäre unglaublich genial. Weil inzwischen ist das Problem, wenn selbst ein Gorondor sagt, er hat nicht mehr so viel Spaß oder so viel Lust gerade auf 7 Days, dann heißt das einiges. Ja. Weil er ist eigentlich der typische 7 Days Zocker gewesen schon immer. Und dementsprechend kann das nur ein schlechtes Zeichen sein, wenn er keine Lust mehr drauf hat. Es wäre auf jeden Fall sehr nett, wenn dann dabei die Alpha 12 kommen sollte. Neuerung, Wetter habe ich schon mal angesprochen. Sprich die der Schneegeschichte. Es soll jetzt auch noch Regen geben, haben sie gezeigt im Blog. Sieht auch sehr nett aus. Dass du da halt wirklich diese Regentropfen noch an der Oberfläche erkennst. Und was war das noch alles? Ein eigenes Lehmbiom quasi, weil ihnen dieses dauernde wieder mal auftauchen in Gebirgen oder auf dem Boden nicht gefällt. Wollen sie es ein bisschen natürlicher halten. Von daher wäre das auf jeden Fall eine nette Geschichte. Da hinten, der ist mir egal. So, wir gehen mal weiter. Was war das noch? So einen kleinen Tisch haben sie mit reingezeigt.
oder haben sie angezeigt, dass es ein bisschen kleiner ist irgendwie. Ich habe das auch nur kurz überflogen, weil ich ja hier das aufnehmen will. Was ein weiterer cooler Punkt wäre, wenn denn die Alpha 12 wirklich bis zum Ende des Monats käme, wäre, dass ich quasi zum ersten Geburtstag meines YouTube-Kanals, oder seitdem ich Videos bringe, dann einen schönen 7 Days to Die Stream wieder machen könnte. Das interessiert mich nicht. Wasser brauche ich nicht. Ich habe noch genug Tee. Es wäre ganz nett, mal wieder 7 Days to Die zu streamen. Eventuell eben dann mit Gorondor und so. Müssten wir halt mal schauen. Muss ich mich mit ihm kurz schließen, ob er denn überhaupt Interesse hätte. Aber ich denke, sobald Alpha 12 raus ist, hat er auch wieder Lust drauf. Und zu zweit ist es auf jeden Fall spannender als alleine. Hey. Na, aber hallo, was ist denn hier los? Ich habe mich zu sehr mit dem Baum beschäftigt. Oder man könnte einfach sagen, ich habe noch nie zielen können. Das wäre auch eine Möglichkeit. Naja, der war nicht schlecht, oder? Weiter geht's. Richtung roter Markierung, aber wir nehmen hier auch die Federn mit. Oder Eier, ist auch schön. Wir haben nämlich noch genug Schweinefleisch. Und jetzt wollen wir hier mal ein bisschen erkundschaften gehen, so den Tag über. Ich werde dann am nächsten Tag weiterbauen. Nehmen wir auch mit, komm. So, hier haben wir schon den Weg und wir wollen in die Richtung. Sehr schön. Jo, gebaut wird auch noch. Also ich, wenn das wirklich bis zum Ende des Monats käme, heute ist der 16., wären das noch 2 Wochen. Wären also noch, je nachdem, bis zu 8 Folgen. Kommt drauf an. Natürlich würde der, sobald ich das mitbekomme, dass die Alpha 12 rauskommt, würde ich natürlich sofort aufnehmen und raushauen. Oh, waren wir hier schon? Ach so, das ist ein so kleiner Haus da. Da waren wir schon. Da brauchen wir nicht nochmal hingehen, weil ihr wisst es ja, bei mir gibt es keinen Loot Respawn und etc. ist sowieso irrelevant. Den hat's gut erwischt. So, jetzt laufen wir hier entlang, weil da waren wir noch nicht. Ich möchte noch ein bisschen was erkunden gehen hier. Zeitlich sieht das auch nicht so schlecht aus. Ist ja kurz vor 11. Das heißt, wir können uns das hier auch leisten. Wir können uns hier auch mal so ein Stück Eier mit Speck leisten. Das geht auch. Ja. Geht immer. Da drüben. Du bist mir egal. Sie sind mir nicht egal. Fühlen Sie sich geehrt? Sie sind mir nicht egal, Sir. Wollen wir mal schauen, was wir noch so Schönes entdecken hier, wenn wir dem Weg folgen. Loot und sowas brauche ich nicht. Das heißt, wenn ich da wirklich eine Stadt finden würde, würde ich wohl durchgehen. Aber rein vom Loot her ist mir das relativ egal. Ich kann mit dem Zeug, was ich bisher habe, locker überleben. Gerade wenn ich da oben auf meiner Insel bin. Ich muss eigentlich nur noch den Spider-Zombie-Schutz rumherum machen. Und schon bin ich da quasi auf Wolke 7. Von der Höhe her passt es zwar noch nicht ganz, aber ihr wisst, was ich meine. Ist auch nichts dabei. Immer diese Wackeldackel. So. Hey, ich hab sie erwischt. Das weiß ich. Ist das ein Tunnel? Nein. Ich dachte, das wäre noch einen kleinen Höhleneingang. Das da drüben sieht auch interessant aus. Folgen Sie mir nicht. Ich habe Sie gewarnt. Das sieht gar nicht mal so uninteressant aus. Sieht aus wie von Menschenhand gemacht. Ich habe es nicht gemacht, das kann ich sagen. Oh, hallo. Haben Sie das gebaut? Oh, ein persönliches Interview mit der Künstlerin. Sie ist sehr beschämt, deswegen steckt sie gleich den Kopf in den Sand oder in die Erde. Aber sehr interessant auf jeden Fall. Keiner weiß, was das hier bringen soll. Oh, jetzt kommt die Freundin der Künstlerin. Sie ist sauer. Hey,
Naja, auch nichts dabei. Dann ignorieren wir das einfach mal und gehen weiter, als wäre nichts gewesen. Ich habe auch nichts gesehen, also können wir einfach weiterziehen. Und hier sehen wir verbranntes Land. Yay. Oder? Ist doch verbranntes Land. Sieht zumindest so aus. Freude pur. Das Lieblingsbiom von mir. Aber ich finde den Himmel einfach wunderschön gemacht. Wir laufen da jetzt auch mal ganz cool rein. Und wollen mal gucken, was wir hier so Schönes finden. Schon verändert sich die Soundkulisse. Man ist falsch abgebogen. Wenn eine Kreuzung kommt, wo rechts steht Hölle, links steht Himmel, geht man immer rechts Richtung Hölle. Dann sieht das nämlich so aus. Aber egal. Kaninchen leben auch hier. Ein Höllenkaninchen. Keine Sorge. Ich höre dich doch wandern, Zombie. Naja. Und mal gucken. Wir werden mal weitergehen. Ach, da bist du ja. Hallo. Oh, schöner Sound. Hast du was Schönes dabei, dass du so schön glühst? Schießpulver. Mehr aber auch nicht. Brauchen wir nicht. Ich gehe nicht auf die Pistolengeschichten. Wenn ich sie finde, Munition würde ich mitnehmen, weil ich ja noch Waffen habe. Aber speziell herstellen würde ich sie nicht. Brauche ich nicht. Ich habe meine Bogen und meine Armbrust. Ist ja schon vorbereitet, von daher. Immer mit der Ruhe. Oh, hallo. Vorbei. Diesmal nicht. Nächste Kreuzung. Die Frage ist, wohin gehen wir? Weg 1, 2 oder 3? Letzte Chance. Vorbei. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Hier geht Licht an, also ist Weg 1 eindeutig die richtige Entscheidung. Hey. Sie, Sir. Ob der Venison jetzt hier gleich gebraten ist? Bist du jetzt gebraten, wenn ich dich loote? Naja, er liegt direkt auf dem Feuer, also müsste er eigentlich schon gebraten sein. Nein, ist er nicht. Aber egal, ich nehme es trotzdem mit. Dann kann ich alles haben. Mal schauen, was es hier in der Tanke gibt. Ich höre dich kommen, keine Sorge. Gascan nehmen wir auch mal mit. Genauso wie die Benzinkanister, die nehmen wir auch gerne mit sogar. Noch ein Auto. Die Schaufel ist mir egal. Oh, hi. Ist das Ihr Auto? Oh, gucken Sie mal, Zwillinge. Ich habe da noch einen gehört. Oh, da hat's Bumm gemacht. Wie schön, dass wir das in der Aufnahme haben. Da hat jemand zu früh auf den Knopf der Pyrotechnik gedrückt. Ich hab doch gewusst, dass da noch wer kommt. Ich hab's doch gehört. Naja, mit den Zielübungen müssen wir es auf jeden Fall nochmal anpassen. So, eins und zwei. Noch nicht ganz. Zwei, drei. Naja, also der Treffer hat gestimmt, aber er stirbt ja nicht so schnell. Oh, da kommen noch mehr. Hallo. Hinter uns kommt nichts, das ist gut. Hier kommen noch zwei brennende Kollegen. Das passiert auch, wenn man zu viel Sodbrennen hat. Irgendwann kann sich dieses Feuer nämlich nach außen hin transkribieren. Ist eigentlich falsch. Es breitet sich dann nach draußen hin aus. Und das ist dann nicht schön. Das ist nicht nur sehr problematisch für die Leute neben einem. Hallo. Nicht nur die Problematik für die Leute, die neben einem sitzen, im Bus oder so, weil die haben dann immer diesen Drang, was zu trinken, weil sie auch schwitzen müssen, wie blöde. Ja, es ist aber auch für die eigene Gesundheit nicht gerade das Beste.
Man sollte auf jeden Fall was dagegen tun. Da versucht jemand was dagegen zu tun, da kommt aber nicht durch die Tür. Immer ein tragische Geschichte, wenn man sowas sieht. Ja. Nein, danke. Die Frage ist, schaffe ich den Sprung? Natürlich schaffe ich den. Pistol Part. Nein, wollen wir nicht. So. Wir gehen erstmal hier rein. Gucken mal nach. Hallo. Nein, da wollte ich nicht hin. Ja, komm. Die Kartoffeln nehmen wir auch mal mit. Ich will ja irgendwann noch mal was anbauen. Da ist nichts. Hallo? Hi. Überraschung. Tja, damit hat er nicht gerechnet. Oder hat sie nicht gerechnet. Pistolenbuch brauchen wir nicht. Da schreit schon wieder ein Hirsch. Nichts. Lockt. Lockt. Wir haben aber eine Pickaxe dabei. Wo ist sie denn? Da ist sie. Die macht daraus Kleinholz. Oh, wenn man daneben geschlagen hätte, hätte es lustig werden können. Außerdem macht sie auch kein Kleinholz draus, sondern eher Kleinmetall. Also das war gerade nicht wirklich die Wahrheit. So. Hallo. Wen verfolgen Sie denn? Wir gehen mal nach hier. Nichts. Ich habe nichts gesehen. Schau mal hier bei diesem sehr modernen Haus. Es zeichnet sich dadurch aus, dass man viel Sonnenlicht abbekommt, gerade im oberen Stockwerk. Man ist sehr nah in der Natur oder man ist sehr naturverbunden. Denn man kriegt jeden Wetterumschwung in der Natur mit. Ist auf jeden Fall eher was für die Leute, die gerne campen gehen. Leute, die eher in der Großstadt wohnen und nichts von der Natur halten, sollten sich ein solches Gebäude nicht holen. Aus dem Grund können wir davon abraten. Wichtig ist immer eins, wie bei jedem Wohnungskauf, die Lage, die Lage, die Lage. Diese Lage zeichnet sich durch warme Quellen aus. Sollten Sie eher ein Langschläfer sein, ist es ebenfalls sehr praktisch, weil es hier quasi nie richtig hell wird. Das heißt, Sie brauchen keine extra Vorhänge oder Rollläden zu benutzen. Sie können sich durch die natürliche Dunkelheit der Umgebung einen langen Schlaf erhoffen. Nichts Besonderes. Federn, die nehmen wir mit, wie immer. Wir müssen uns auch noch vorbereiten auf die Horde, die kommt. Den Barbet Club könnte man mitnehmen, aber ich bin ja noch relativ gut ausgestattet, was Munition angeht. So, was haben wir hier im Keller? Hallo? Natürlich ist alles kaputt, bis auf diese Kellertür. Meine nicht ganz so schöne Axt wird deswegen verwendet. Los. Ich weiß, dass da Eisen davor ist. Ich ignoriere es aber ganz gekonnt. Wahrscheinlich ist dahinter jetzt auch noch irgendwo ein anderer Eingang gewesen. Nein, doch nicht. Nichts. So, und jetzt hier der Waffenschrank. Da warten wir mal kurz, was sich denn so tut. Immer das Schönste, wenn man so vor einem Waffenschrank steht und einfach nur warten kann. Oder warten muss, um genau zu sein. Weil ich kann ja sonst nichts tun. Nur warten. Die ganze Zeit warten. Oh, da hat ein Schwein dahin gerissen. Müsste irgendwo hier links sein. Könnten wir gleich mal gucken gehen, wenn dann hier das Ding offen ist. Was haben wir denn Schönes? Die Hunting Rifle nehme ich mal mit. Den Rest nicht. Vielleicht kann ich meine Hunting Rifle noch ein bisschen aufbessern dadurch. Oh. Da ist sie runtergefallen. Schaut mal eine an. Schlechte Qualität hier. Man könnte das aber auch positiv nennen. Wie machen wir das? Das ist ein Haus für Heimwerker. Tim Allen wollte das Haus haben ursprünglich, der Heimwerkerkönig. Hat sich dann doch dagegen entschieden. Die nächste Kreuzung. Sehr schön. Ich würde sagen, nach Norden gehen wäre blöd, weil wir dann zurückgehen würden. Das muss nicht unbedingt sein, wobei wir würden da hochlaufen.
Könnten wir auch machen. Nach oben hier. Ich glaube, wir gehen hier nach unten. Gehen wir mal Richtung Süden. Weil im Süden soll es ja ganz schön sein. Ich finde hier das Holz. Das hier. Das Teil da. Was hier gerade so ein bisschen im Wind schwebt, hat ein bisschen was von so einem Seil. Das sieht aus wie so eine heruntergekommene, wo man so einen Ring dran macht, so eine Schaukel quasi. Auch in der Nähe vom Wasser. Wo man sich dann so schön in den super schönen Teich oder in den See reinklatschen lässt. Das sieht auch super aus, also muss man schon sagen. Ein Kunststück von Mutter Natur. Oh. Tja, Hundi, da hast du dich mit dem Falschen angelegt. Man nennt mich nämlich auch Indianerhäuptling Holzbogen. Es war nicht ganz so toll, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich wollte irgendwas ganz Cooles sagen, aber wenn man das erzwingt, dann klappt sowas in der Regel auch nicht. Muss man leider einsehen. So, wo kommen wir jetzt hin? Hier könnte doch was sein, oder? Nein, hier ist nichts. Dich habe ich gehört, aber ich habe da noch jemand anderen gehört. Nee, das war's doch da. Ich wusste doch, dass ich hinter mir was gehört hatte. Und nun warten wir auf den Augenblick, wo er auftaucht. Da ist er. Einen wunderschönen guten Tag, Sir. Oh, mich gut getroffen. Das Interessante ist, er sieht sogar ein bisschen aus, als hätte er Dreck auf dem Kopf. Sehr schön. Da kommt noch einer. Irgendwo dort. Wir ignorieren ihn, genauso wie wir hier diese ganzen heruntergekommenen Häuser. Ich finde die Bäume hier auch wunderschön gemacht. Das hat so dieses, in Anführungszeichen, unheimliche, Horrormilieuartige. Finde ich sehr schön. Also kann man nur unterschreiben. Ah, mal gucken, was hier der Rucksack so bringt. Oh, daraus können wir Eisen machen, das wollen wir nicht. Haben Sie ein Problem? Ja, Sie haben ein Problem, nämlich ein Pfeil im Gesicht. Und, oh. Das war nichts. Das war besser. Sehr schön. Wir müssen immer einen Blick auf die Uhr halten. Und da kommt Johnny. Und da fällt er um. Bisschen Zeit haben wir noch. Dieser hier ist nicht lootbar, wie es scheint. Das hat der Goron auch mal gesagt. Ich dachte immer nur, er wäre einfach nur zu schlecht, um zu looten. Nein, er hat sogar recht gehabt. Entschuldige, dass ich dir nicht vertraut habe. Genau. Fischergewichte da, die brauchen wir auf jeden Fall. Sie scheinen erst abgelenkt zu sein und jetzt interessieren Sie sich für mich. Naja, das ist jetzt wieder blamabel. Nochmal. Okay, wir ignorieren das ganz kurz nochmal, kommen nochmal hoch. Lalalala. Oh, guck mal, da ist einer. Hallo. So, viel besser. Aber der hat hier hintergeguckt. Was hast du denn da gesehen? Ist da was Schönes? Oh, ich finde den Abgrund hier sogar gar nicht so schlecht. Das sieht ganz nett aus, aber. Schauen wir mal, was wir hier in diesem Baumstamm finden. Ebenfalls nichts. Er ist nicht lootbar. Kaninchen. Ich dachte gerade für einen kurzen Moment, du wärst ein Hund. Oh, da hat man aber Angst. Also muss man schon sagen, man wird paranoid hier in dem Gebiet. Da rechts ist einer. Herzlichen Glückwunsch. Aber ansonsten sind sie lootbar, Baumstamm? Nein. Ist auch einer der nicht lootbaren. Gucken wir mal, ob hier mal was kocht. Nee. Die hier nehmen wir mit. Federn sind immer ganz schön. Die leeren Gläser interessieren mich nicht. Da oben meint einer, er müsste Bergsteiger machen. Kollege von Reinhold Messner. Hat es ja nicht ganz so hinaufgeschafft wie der echte Reinhold Messner. Und ich dachte gerade, doch, da ist eine Biomgrenze. Zumindest sehen wir da eine Brücke. Ob das eine wirkliche Biomgrenze ist? Ja, ist es. Es wird nämlich zu einem grünen Biom. Das sieht man schon hier vorne an den ersten Bäumen. Ach komm, das lief so relativ. Oh, hallo. Sie wollten mich überraschen. Das ist aber nicht nett von Ihnen. Wie gern ich übrigens gesehen werde in dem Biom, seht ihr, jetzt wollen Sie mich abhalten zu gehen.
Deswegen erscheinen hier jetzt noch ein paar von seinen Kollegen. Oh, Mann. Ach, es hat keinen Sinn mehr. Ich gehe weiter. Ich ignoriere es einfach. Ja, ich weiß, du vermisst mich jetzt schon. Und jetzt gehen wir hier mal ins grüne Biom. Aber hier loopen wir noch schnell. Vielleicht finden wir was. Nein. So, hier machen wir aber auch einen Stopp, weil die Folge ist zu Ende. Naja, gut. Oh, okay. Den hier nehmen wir noch mit. Ich habe doch gehört, dass da ein Hund ist. Ich dachte gerade noch, ich höre falsch. Aber ich bin schneller als du. Und zielsicherer. Ich habe mir gerade noch gedacht, du hörst doch einen Hund. Bild dir das nicht ein. Wie dem auch sei, jetzt kommen wir zum Grillenbiom. Ob wir hier was finden, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, einen schönen Tag und ciao.